Heute zeigen wir euch, wie der SimRacer funktioniert und wie er aufgebaut ist. Zunächst erstmal ein paar Bauteile. Das Herzstück von unserem SimRacer sind die zwei Motoren. Diese können bis zu 350 Watt in der Spitze leisten, im gängigen Betrieb jedoch nur 250 Watt. Damit die Stromversorgung optimal gewährleistet ist, haben wir uns für zwei Netzteile, die jeweils bis zu 60 Ampere zur Verfügung stellen. Die Motoren funktionieren mit 12 Volt Gleichspannung, das heißt, die Netzteile fungieren auch gleichzeitig als Transformator. Damit die Software, die uns später noch der Herr Schleising näher bringen wird, optimal mit den Motoren zusammenarbeitet, gibt es ein Arduino und einen Motorcontroller. Der Arduino ist direkt per USB an den PC angeschlossen und kommuniziert mit dem Arduino zusammen die Motoren. Damit die Software immer weiß, wo sich die Motoren gerade befinden, haben wir zwei Potentiometer mit einem 10.000 Ohm Widerstand verbaut. Kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu einem sehr wichtigen Bauteil, nämlich das Lenkrad und die Pedalerie. Das Force-Feedback-Lenkrad von Fanatec ist für das präzise Arbeiten der Motoren bekannt und wir haben uns deshalb für diesen Hersteller entschieden. Ich habe euch jetzt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Bauteile unseres SimRace X gegeben und der Herr Schleising macht jetzt weiter mit dem Software-Part unseres Projektes. In unserem Projekt verwenden wir ein Arduino. Diesen Arduino tun wir über die SMC3-Software einstellen und wie man auf den Bildern sieht, oben links kann man die einzelnen Motoren auswählen. Wir haben davon zwei Stück. Und das Allerwichtigste ist, dass wir unter dem Bild in der Mitte unseren PID-E-Regler einstellen, der bei uns KP200 und KS1 ist. Rechts daneben stellen wir die maximale Leistung ein, die der Motor bekommt bzw. der Motorcontroller ausgeben darf. Noch weiter rechts haben wir den maximalen Input mit dem Max-Limit. Damit stellt man ein, wann der Motorcontroller ausgeht und mit dem Clip-Input stellt man ein, wie viel der Ausschlag überhaupt maximal sein kann. Um die Bewegungen auf den SimRacer zu übertragen, benutzen wir SimTools. Das SimTools-Programm hat einige Einstellungen. Am Anfang haben wir Homes, da kann man ein eigenes Bild reintun vom SimRacer, um das Ganze zu personalisieren. Darunter befindet sich das Achse-Assignments. Dort kann man die einzelnen Achsen individuell konfigurieren, indem man Yaw, Pitch, Roll, Sway, Search und Heaven dann mit dem gewissen Prozentanteilen einstellt. Wenn man auf Filtern geht, kann man sogar noch mehr Einstellungen vornehmen. In unserem Fall haben uns Boundary und Gain sehr weitergeholfen. Bei Interference Settings kann man einstellen, wie SimTools mit dem Arduino kommunizieren kann. Bei Output Settings, wie der Name schon sagt, kann man die einzelnen Motoren ansteuern und so testen, ob SimTools richtig eingestellt ist. Zum Schluss gibt es noch die einzelnen Tools. Dort sind die allgemeinen Einstellungen von SimTools, wie zum Beispiel das Bild im Homescreen, zu löschen. Als nächstes zeige ich euch, wie man vorgehen muss, wenn man den SimRacer tatsächlich in Betrieb nehmen will und wie man ihn fahren will. Als allererstes musste man, wie bei allen elektronischen Geräten, natürlich sie mit Strom versorgen. Dazu ist eine Steckerleiste im SimRace X dran, wo alle elektronischen Bauteile angesteckt sind. Diese muss man anschalten. Als nächstes sollte man den PC hochfahren und sich bei Windows anmelden. Wenn man dies getan hat, öffnet sich automatisch SimTools. Das ist das Programm, mit dem man die Motoren ansteuert. Das nächste Bauteil, das man anschalten sollte, ist das Lenkrad. Hierzu findet man den Anschaltknopf auf der rechten Seite der Base und diesen sollte man für ca. 2-3 Sekunden gedrückt lassen. Wichtig hierbei ist, dass man den Modus beachtet. Dazu ist ein kleiner Kippschalter dabei, wo man ihn auf PC und PS4 Modus stellen kann. Den Modus erkennt man daran, dass die rote Lampe leuchtet, was für uns wichtig ist, dadurch, dass wir die Spiele am PC spielen. Des Weiteren wird das Lenkrad dann kalibriert beim Einschalten und es dreht sich um 180 Grad in die linke Richtung und dann um 180 Grad in die rechte Richtung.
Man sollte auch beachten, dass man während der Kalibrierung die Hände nicht im Lenkrad hat, da man sonst die Kalibrierung stört oder sich selber an den Fingern verletzt. Als nächstes ist es wichtig, dass man das Soundsystem einschaltet. Das Soundsystem findet man unter dem Fernseher und das ist ein ganz normaler Kippschalter, den man einschaltet und den Regler dann auf Mitte ungefähr stellt. Dann geht man wieder in den PC rein und startet das Spiel, das man spielen möchte. Hierzu haben wir am PC folgende Spiele vorinstalliert: Dirt 3, Assetto Corsa Competizione und Project Cars. Als nächstes stellt man an dem Potentiometer an den Motoren noch den Ausschlag derselbigen Motoren ein, damit der Simracer sich nicht zu stark bewegt. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie man sich korrekt anschnallt, fehlt jetzt nur noch ein weiterer Schritt, um den Simrace X zu starten. Hierfür muss man den Notausschalter herausziehen und so das System aktivieren. Wichtig ist hierbei, dass Gefährdungen von Drittpersonen ausgeschlossen werden. Das heißt, dass sich keiner in der Nähe der Motoren befindet oder im Schwenkbereich des Sitzes. Und so kann's losgehen.